Goldenes Rad von Erfurt um den großen Preis der WBG Zukunft EG. 130 Jahre Radrenngeschichte. Hier auf der Radrennbahn Andreasried trafen auf die 100-jährige WBG Zukunft EG am 11. September 2015. Was erwartet uns heute hier? Geben Sie uns einen kurzen Ausblick. Wir erleben heute drei spannende Steherrennen über jeweils 25 Kilometer. Sind die besten deutschen Fahrer am Start und Schweizer. Und ich denke, das wird spannend. Und es ist ja auch das Finale der ganzen vier Rennen über die Saison. Welches sind die bekanntesten Fahrer heute? Die bekanntesten Fahrer sind sicherlich der deutsche Meister, Stefan Schäfer aus Forst, übrigens auch Vize-Europameister und auch deutscher Meister im Dörni-Sport. Dann natürlich auch Franz Schiefer aus Forst, beides Forster im Übrigen, auch deutscher Dörni-Vizemeister. Das sind, glaube ich, hier die Favoriten aus der deutschen Sicht. Und dann gibt es natürlich einen Spezialisten hier in Erfurt. Das ist der Ballerbart, der Marcel Barth, der natürlich hier auch schon viele Rennen gewonnen hat und der im Übrigen auch das gelbe Trikot hat und diese ganze Rennserie 2015 hier anführt und heute um den Gesamtsieg kämpft. Die WBG Zukunft hatte den neuen Star am Himmel der Bauchrednerkunst eingeladen, Roy Reinker. Der Urlauber, schön rein, sie sind geworden. Sie sind ein bisschen verbrannt auf der Nase, weißt du? Steht der Siegfried, weißt du? Da vorne ist die Kamera, weißt du? Zusammen mit Opa Siegfried begrüßte er die VIPs. Ein Blick hinter die Kulissen. Knapp 2000 Radrennfans kamen. Aus ganz Deutschland reisten die Fahrer und ihre Schrittmacher an. Marcel Barth nahm ein letztes Feintuning kurz vorm Rennen selbst vor. Startschuss zum ersten Rennen an diesem Abend. Mit bis zu 60 km/h und einer gefahrenen Bestzeit von 24 Minuten und 40 Sekunden für 100 Runden mit einer Strecke von insgesamt 25 Kilometern. Die Zukunft, wie sie sportlich genannt wird, engagiert sich in der Landeshauptstadt und bringt jedes Jahr tausende Sportbegeisterte zusammen. Thomas Steger gewann das erste Rennen, gemeinsam mit seinem Schrittmacher Thomas Ruder. Mit nur 100 Hundertstel Vorsprung zu Marcel Barth. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Was ist für dich das Besondere hier? Ja, das Besondere hier, die Kulisse natürlich, die ist tipptopp. Also so gut wie hier geht's nirgends. Die Zuschauer gehen total mit. Das ist ein Feeling, da kriegt man jedes Mal Gänsehaut. Dankeschön. Das Wetter wurde zum Abend immer gigantischer, so wie die Stimmung. Ob das an der weltbesten Bratwurst lag? Start zum zweiten Rennen. Wer der Favorit war, hören Sie hier. Der deutsche Meister Stefan Schäfer wurde Tageszweiter, zusammen mit seinem Schrittmacher Peter Bäuerlein. So viel sei hier schon einmal verraten. Silke Butke, Sprecherin des Vorstands der WBG Zukunft, überreichte Küsse und Blumen an der Ziellinie. Sie zog dann, gemeinsam mit dem Show-Act Roy Reinker, den Gewinner des Zuschauerpreises, der von der WBG eigenen City-Tour-Rikscha ins Zentrum der Arena gefahren wurde. Das dritte Rennen. Thank you.
2000 Zuschauer und der Sprecher hatten beinahe so viel Adrenalin wie die Fahrer. Marcel Barth, der Publikumsliebling, konnte sich gegen seinen ärgsten Rivalen Stefan Schäfer durchsetzen und gewann zum insgesamt vierten Mal das Goldene Rad und ist damit Gesamtsieger der Saison. Und nun live an die Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch. Hast du ein paar kurze Worte für deine Fans? Es sind überwältigende Worte, weil die Kulisse haben wir schon seit Jahren. Jeder, der hier ist, kriegt Gänsehaut, einschließlich mir im Rennen. Und ich kann einfach nur Danke sagen für diese tolle Stimmung und diese Unterstützung, die wir schon seit Jahren haben auf der Radrennbahn. Danke. Seien Sie auch im kommenden Jahr dabei. Gemeinsam mit uns, der WBG Zukunft EG. Caridio Image und Eventfilmproduktion.